Liebe Emmericherinnen und liebe Emmericher, in der letzten Woche hatte ich darüber berichten können, dass auch in Emmerich jene untersucht werden, die als Leiharbeiter in Emmerich wohnen, aber in den Niederlanden in den fleischverarbeitenden Industrien arbeiten. Leider hat es bisher noch keine Untersuchungen gegeben und noch keine Tests gegeben. Das lag daran, dass man sich mit dem Kreis nicht darüber hat einig werden können, wie denn nun tatsächlich die Rechtslage zu interpretieren ist. Die Sache ist eigentlich klar geregelt und ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche auch mit den Tests und mit der Inspizierung der Unterkünfte anfangen können, um auch sicherzustellen, dass jene Menschen gesund sind und den Coronavirus nicht weiter ohne Wissen verbreiten, sodass wir dann auch endlich auch wieder zur Sacharbeit zurückkommen können. Was hat es in dieser Woche noch gegeben? Die Kindergärten dürfen ab dem 8. Juni wieder öffnen. Zwar mit einem deutlich geringeren Stundenkontingent, aber immerhin, es sind wieder täglich Betreuungen in den Kindergärten möglich. Das wird natürlich insbesondere die freuen, die zu Hause im Homeoffice sitzen und Arbeit und Kinderbetreuung irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Es hat lange gedauert, aber ich glaube, am 8. Juni bedeutet das eine große Entlastung auch für die Familien. Was auf der einen Seite die Entlastung ist, ist auf der anderen Seite die Belastung. Ich glaube, die Kindergärten werden im Moment viel zu tun haben, organisatorische Maßnahmen zu treffen, zu gucken, wie kann man den Betrieb im Kindergarten aufrechterhalten. Von Seiten der Stadt kann ich jede Unterstützung nur zusagen, die wir geben können. Was das im Einzelnen bedeutet, wird sich wahrscheinlich erst in der nächsten Woche klären, wenn wir letztendlich auch die Ausführungsbestimmungen, wie man sich letztendlich Betreuung der Kinder vorstellt, genauer vorliegen haben. Aber wie gesagt, von hier aus gibt es die Unterstützung, die ich anbieten kann, auf jeden Fall. Was hatten wir noch in dieser Woche? Gestern war Vatertag und ich darf mich bei all denen bedanken, die als Väter oder als Männertruppe unterwegs waren und sich irgendwo ein Bierchen getrunken haben. Wir haben viele Kontrollen machen müssen, leider in dem Zusammenhang. Aber es hat sich gezeigt, alle haben sich eigentlich vorbildlich verhalten. Das zeigt mir, dass es geht. Und auf dem Weg möchte ich mich bei all denen bedanken, die sich weiterhin an die Regeln halten. Insbesondere gestern war das natürlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass das auch in den nächsten Tagen weiter gelingen wird. Von daher wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und verabschiede mich auf diesem Kanal zumindest bis nächste Woche.